Willkommen zurück zu ARMS. Wir waren im Online-Spiel stehen geblieben und da haben wir jetzt schon gleich wieder Leute gefunden, gegen die wir hype-mäßigerweise jetzt antreten werden. Oh, eine Volleyball-Arena diesmal. Oh, diesmal, oh, ich spiele Volleyball. Das ist mal was Neues. Das habe ich noch nie gespielt im Modus. Also, da sieht man, in dem Part kommt immer Volleyball. Also, ich glaube, das wird immer relativ random and seeden und ich bin schlecht in Volleyball, musst du wissen. Man sieht das hier de facto. Also ich komme mit der BAM! Was war das? Mit der Steuerung, auf die Steuerung noch nicht ganz so. Hallo? Aber noch nicht ganz so klar, wie es es wünscht. Fuck. Nee. Nee! Weg mit dir, Ball! Wärst du lieber am Gegner? Ah, fuck. Ich bin doch eh gleich K.O., oder? Oh nee, I don't get this game. Ich weiß nur, dass ich verloren habe. Ah, es hätte so nach unten ziehen ausgehen können. War knapp, dafür, dass ich überhaupt nicht gewusst habe, wie es geht. Ne? Kann man ja mal zufrieden damit sein. Okay. Okay. Es ist okay. Ah, und hier wird quasi random entschieden, glaube ich, zu welchem Minis, Online-Spiel, was auch immer, man da irgendwie reingezogen wird. Ob jetzt Kampf oder was auch immer. Das finde ich ganz lustig eigentlich und das machen wir den Slot dementsprechend auch, aber so ganz durchblicken tue ich alles hier. Von der Global Test Fire ja noch nicht, aber okay. So, ist also wieder hier meine Hand zu. Das ist jetzt völlig Klassiker. Klassischer Kampf. Von dem man auch ein bisschen beim zum ersten Mal gespielt hat, wie man ins Spiel überhaupt hier reinkam. Weil die Basics mehr oder weniger erklärt wurden. Oh, jetzt habe ich hier wieder extra viel Power. Nutze die aber recht unnötig leider nur aus. Aber BAM! Das war es definitiv wert. Na, jetzt hat er mich nochmal hingelegt, aber das tut mich nicht so schwach halten und der ist eh gleich K.O., wie man hier sehen kann. Jetzt ist er nämlich K.O. Mal wieder relativ easy going. Und das Geile ist, das heißt, macht Spaß! Ich bin gerade erst auf Abends verdammt normal gehypt. Und das macht erst Spaß. Wirklich, ich hätte erst nicht gedacht, dass die das so umsetzen, dass das Ganze hier so viel Spaß macht. Ja, aber es ist tatsächlich so. Und es ist erst lustig. Daumen hoch, wenn ihr das erst als Display sehen wollt. Das Online geht auch super schnell und alles kompatibel. Ohne irgendwelche Aussetzer, ohne dass es irgendwie leckt oder so. Das ist super. Das hat Nintendo erst gut gemacht. Und für so ein WLAN, wie es hier der Fall ist, für so ein Game, was so viel Spaß macht, wie dieses hier de facto, bin ich erst bereit, vor anderen was zu zahlen. Ich kann mal schauen, ob man die Hände da vielleicht auch ändern kann. So kann man ja irgendwie. So, ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Ich glaube, das ist jetzt hier irgendwie hier Mehrspieler. Irgendwas Gedönse. Ich tue einfach mal durch die Gegend hämmeln und alle möglichen Leute probieren K.O. zu schlagen. Wobei die mich leider gerade irgendwie eher K.O. schlagen. Damit. Was passiert hier gerade? Ich werde K.O. gemacht. Ich möchte aber andere K.O. machen. Ich möchte jetzt hier Leute schlagen. So, ist mir mehr hier jetzt einfach mal. Ne, runter alles hier. Nice, ich habe nur noch einen Gegner, aber den kümmern wir jetzt auch. Oder meine Kollegin kümmert sich besser gesagt. Um den. Und glaube, wir haben gewonnen. Es sieht zumindest danach aus. Sind das ja auch so das Wichtigste als Wiederholung.
da haben. Das finde ich auch sehr gut. Und die haben gewonnen. Nice. Und die Kopfhörer habe ich übrigens auch, damit ich den Spielsound höre. Ich konnte sie gerade genug absetzen, aber dann hörst du den Spielsound nicht und alles und ich möchte den hören. Ja. Ah, das sind, glaube ich, so was wie eine Kampfarenen, in denen man eben spielen kann. Die werden scheinbar auch das Hufall auseinanderziehen, aber das muss dann noch nichts fürs richtige Spiel heißen. Ne, weil da auch alles einfach anders sein kann. Das ist jetzt einfach nur mal hier irgendwelche Vermutung von mir, weil wenn man mal Splatoon, die Global Tester gespielt hat, die Endversion im Spiel war doch letztes schon anders irgendwie. Aber apropos anders, dieser Gegner hat schon verdammt nochmal mehr drauf. Da muss ich mich jetzt konzentrieren, sonst vernippel ich hier richtig. Mann, wieso müsste denn so gut sein? Aber BAM! Das sind diese Angriffe, die man. Nee, danke. Mann. Jetzt hier K.O. K.O. schlagen, mehr oder weniger. Aber die hat auch irgendwie so einen Angriff, weil er hat. Er sieht jetzt danach aus, dann ist, kann man halt schon ganz leicht am Arsch sein. Aber ich glaube, die ist eher am Arsch wie ich. Und BAM. Ich hab gewonnen. Ja, ich finde sie eigentlich mit Facecam, ich finde die ja ganz cool. Also ich werde jetzt in Livestream heute Abend, übrigens 20 Uhr abends Livestream, falls ihr das hier am Samstag schaut. Oder am Sonntag, jetzt müssen wir das auch machen, wegen Testfeier, mal sehen. Aber ich werde auf jeden Fall bei den Streams nicht die Facecam einblenden, weil ich da ja so ein Set einblende, hier Rest. Und das echt dementsprechend dann genug, ne. Jetzt warten wir auf andere, aber das ist auch nicht das Team. Wie die es jetzt hier haben, das finde ich echt cool und amüsant. Und ich behalte jetzt den Kämpfer hier einfach mal für den Slot. Habe ich mich jetzt ganz pfiffig dazu entschieden. Dann schaue ich halt mal, wie ich das bei den anderen mache. Aber hier, lasst das mal dabei. Jetzt schaue ich mal. Oh, wir können hier die, ja cool, ich kann es einfach sehen, die Arme drauf haben. Dann machst du das einfach mal. Remnant Tandem. Zwei ganz neue Arme. Keine Ahnung, was diese Arme jeweils können. Aber BAM, das sind ja auch mal geile Arme, vor allem der Flugzeugarm. Also, Arms setzte auf die Arme, ne, als auf die verschiedenen auf die verschiedenen Aufsätze, die man da auf die Arme draufsetzen kann. Und ja, das könnte ich mir als ein S-Code vorstellen, dass man da irgendwie mal später im Arms-Hop so Zusatzinhalte zur Arme kaufen kann. Das wäre doch schon chillig irgendwie. Ich habe gerade keinen Pall, wer bei mir irgendwie in einem Gegnerteam ist und wer nicht, aber ich tue hier einfach mal. Oh, wir haben gewonnen. Was sagen, ich tue jetzt einfach hier mal random irgendwo hier durch die Gegend werfen damit, aber wir haben eh gewonnen. Nee. So, denen ist das ja ganz schön und gut, ne? Ich verstehe mich jetzt hoffentlich eigentlich auch einigermaßen normal, ne? Weil ich setze jetzt so ein paar Meter weg vom Mikrofon, damit ich hier mit den Zollkorns rumfuchten kann. Weil normalerweise sitze ich ja immer hier ungefähr auf der Höhe vom Mikro. Da hört man mich lauter und besser. Aber dann habe ich Angst, dass ich irgendwie gegen den Bildschirm klopfe. Deshalb setze ich ein bisschen weiter zurück. Vielleicht hört man mich mehr oder besser, wenn ich hier das so anstelle, weil jetzt kann es halt weiter weg sein. Man hört mich trotzdem. Oder vielleicht so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich belasse es jetzt, das heißt, es geht das schon los, die Runde. Das ist gerade einfach nur unnötige Scheiße meinerseits. Und ich bin gerade so dumm, das Mikro zurückzustellen. Ah, fuck. Dann belassen wir es erstmal so und machen es nach der Runde. Also diesen Volleyball-Mod, unabhängig davon, dass ich da jetzt hier die Hälfte davon nicht mitspiele, kapiere es einfach nicht, wie der funktioniert. Keine Ahnung. Wird aber, denke ich mal, so nochmal drauf kommen. So, jetzt haben wir wieder alles normal. Klasse, Generaus.
So nach dem Motto zumindest. So, ja gut, die Runde war jetzt hier so eine extra Stunde. Stunde meine ich nicht, Runde. Brauchen wir, denke ich mal, nicht so kommentieren. Haken wir ab, mehr oder weniger. Ah, jetzt haben wir ein Spieler beigetreten. Ah, aber interessant, wie das hier so ausdenken, wer gegen wen spielt. Die Kreisbewegung erinnert mich irgendwie gerade ein bisschen an agar.io. Geile Zeit, letztes, nee, was war so ein 6, oder? War noch 6, wo das aktuell war. Also, ihr wisst ja nicht, welche Klasse ich jetzt bin, aber da war es halt in der 6, ne? Vor 2 Jahren, wo es aktuell war. So, Robby. Tja, Robby, du, die machen dich kalt, ne? Heute Abend kommt ein Robin zu mir. Dann gibt es ein richtig lustiges Duell. Ja. Muhahaha. So, wir probieren. Aha. Gott, geil, ich habe jetzt hier Monster-Mega-Angriff. Ah, aber das ist eine geile Aneinandersetzung von Arms. Wenn man damit umgehen kann. Von seinen Armen, wenn man damit umgehen kann, kann man erst respektable. Kampf. Ergebnisse erzielen. Was war das, was sagen wollte? Und jetzt probiert er Missikal zu machen. Aber ich habe ihn kaum gemacht. Bam. Aber es gefällt mir und es scheint mir zu liegen. So, cool. 27, das ist erst in Ordnung. Wenn man das anschaut, mit welchen Großen die hier zum Teil rumlaufen. 24, 30? Lol, ich bin aber der Beste irgendwie in meinem Team. Find ich korrekt. Auf jeden Fall Daumen hoch, ne? Ah, Team Orange versus Team Grün. Jetzt sehe ich auch ein bisschen mal so, wie es aufgebaut ist. Aber unsere Arms, meine Arms zumindest, lasse es jetzt mal so. Aber so lernen ist gerade einig. Also ich kann es jetzt, ich muss jetzt erstmal drauf sacken. Mir die Videos im Nachhinein nochmal anschauen, meine, die ich gedreht habe, die ich aufgenommen habe. Und dann schauen, wie das Ganze aufgebaut ist. Das ist vielleicht in den nächsten, glaube ich, Testfire-Slot da ein bisschen was dazu sagen kann, was ich meine, wie das ist und alles so. Weil bis jetzt kapiere ich einfach noch nicht, wie das aufgebaut ist. Ich glaube, das sehe ich erst, wenn ich mir das Ganze nochmal angeschaut habe und mir das ein bisschen klar geworden ist. Weil hier bei solchen Sachen hier tue ich so ungefähr einfach nur random irgendwelche Knöpfe durch die Gegend drücken. So nach dem Motto. Und hoffe darauf, dass irgendwas primär passiert, so ungefähr. Ah, aber einer ist jetzt zum Beispiel einfach K.O. So langsam. Ah, aber es war auch nicht gerade so gut von meiner Seite her. Ich bin nämlich auch bald K.O. Aber der eine Gegner noch da ist, den machen wir jetzt auch kalt. Und zwar jetzt. Bam. Nice try. Von anderen. Aber wir haben gewonnen. Und das auch nicht so ohne. Ja, cool. Ja, jetzt habe ich irgendwie schon 30 oder sowas. Das ist S33. Das ist S in Ordnung. Ja, bin ich aktuell der Beste. Interessant, dass so hier zu vergleichen, wie anderen so sind, ne? Weil das ist mal ganz lustig. So, jetzt sind aktuell gar keine Räume frei. Ah, jetzt werden welche frei. Ich bin drin. Ein. Das ist gut. Jetzt bin ich irgendwie ein Dreierraum oder so. Ah. Okay, das heißt, die spielen jetzt alle gegeneinander, oder wie? Ich sag das, wie gesagt, noch nicht ganz, das muss ich mir aber nochmal auf YouTube dann nochmal anschauen. Ganze, bis ich das wirklich klar einigermaßen realisiert habe, wie es funktioniert, alles in allem, aber bam. Bis jetzt sagen wir doch mal erst zufrieden. Und ich kläre jetzt aktuell ein, den ich kalt machen müsste. Aber ich habe erst so die Gefahr, dass ich einfach mich kalt mache. Hä, wo ist denn die andere? Ja, fuck, und jetzt hat erst einfach einen dicken Vorteil, weil die deutlich noch mehr Leben hat wie ich, weil ich mich zuerst auf den anderen geschmissen habe, so dumm wie ich bin, und die macht mich jetzt kalt, das weiß ich.
Ah, wie unnötig. Also, 2 auf einmal, da komm, ist einfach nicht drauf klar. Das ist unnötig. Aber immerhin habe ich 1 Punkt bekommen und es war nicht letzter. Das ist aber was. Aber ich bin immer noch um 1 Punkt, aber immerhin der Beste. Cool, ne? So, jetzt warten wir wieder, ein bisschen Kampf kommt. Ist sehr interessant. Der geht aber erst im nächsten Part. Der Kampf beginnt erst im nächsten Part. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.